Ihr wisst ja, mein breit gefächertes Agentennetzwerk informiert mich fast täglich über die wertvollsten Heilpflanzen in diesem Land. Und mein Top-Agent Sergej Jujufmidrov hat mir gestern Nacht folgende Informationen über diese potente Pflanze hier zukommen lassen. Die Maonie, die bei fast jedem vor der Türe wächst, kann als natürlicher ACE-Hemmer eingesetzt werden, also bei hohem Blutdruck wirken. Der ACE-Hammer sozusagen. Der Hauptwirkstoff Berberin, ein Alkaloid in dieser Pflanze, wirkt ähnlich wie das bei Diabetes Typ 2 eingesetzte Medikament Metformin. Weitere Spezialgebiete laut meines Agenten sind Akne, Neurodermitis, Schuppenflechte und da sehr, sehr wirksam, dazu mehr in diesem Video. Dann haben wir noch Übergewicht, natürlich schlechte Blutfettwerte, Parasiten, Würmer. Absolut abgefahren, wie diese Pflanze hier wirkt. Hallo, mein Name ist Timo, ich bin Ernährungsberater und studiere Pflanzenheilkunde und in diesem Video geht es um die Maonie. Und ich würde sagen, du kannst dich jetzt zurücklehnen und dir vielleicht noch eine Cola warm machen. Ich zeige dir das beste Intro auf ganz YouTube und danach fangen wir an mit der Botanik, Wirkung, Inhaltsstoffe und ein bisschen Scherz und Schabernack. Los geht's mit dem Video. Wir befinden uns live und exklusiv auf der Maonie-Kreuzung in meinem Dorf. Ecke Rosmarinstrauch Richtung Bärlauchweg. Wie die Straßen wirklich heißen, weiß ich nicht. Ja, ich wohne hier. Um darauf aufmerksam zu machen, was für ein heftiges Potenzial alleine in den Zierpflanzen steckt, die vor unserer Türe wachsen, die wir teilweise selbst eingepflanzt haben. So, und die Maonie hier stammt aus Nordamerika, also invasive Pflanze. Diese Pflanze sieht nicht nur gut aus, sondern sie riecht auch noch gut. Nein, hat eine riesige therapeutische Breite. Ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen, keine Ahnung haben, was für zauberhafte Schätze direkt vor ihrer Türe wachsen. Und total viele Menschen, also einige Menschen, also ein paar, zwei, klagen sich bestimmt mit Diabetes oder hohem Blutdruck rum. Viele Menschen haben Akne und wissen nicht, dass die Heilung direkt vor der Türe wächst. Super abgefahren, oder? Wir werden uns jetzt mal häufiger draußen einfinden und ich werde mal darauf aufmerksam machen, welches Potenzial in den Pflanzen steckt, die wir teilweise selber nur fürs Auge in unseren Vorgarten platzieren oder in Parkanlagen. Ich glaube, die Maonie, alle 3 Meter, da wirst du zugeworfen mit. Jede Pflanze hat ihre Berechtigung. Ob wir sie importiert haben, ob die Pflanze invasiv ist, ob die Pflanze als Unkraut gilt, das ist total egal. In jeder Pflanze steckt Potenzial, uns Menschen Gutes zu tun. Und die Maronie hier, der Hammer, der absolute Endgegner. Und bevor wir gleich ins Detail gehen, bevor wir ganz nah rangehen an die Pflanze, möchte ich euch ein paar allgemeine Informationen an die Hand geben, die vielleicht wichtig sein könnten, falls du diese Pflanze suchst. Wenn du diese Pflanze suchst, dann schau als erstes mal im eigenen Garten nach. Wenn du da kein Glück hast, dann in der Nachbarschaft wirst du schon Glück haben. Und wenn nicht, dann wird diese Pflanze als Zierpflanze, was sie nicht ist, sie ist eine Heilpflanze, auch gerne in nahegelegenen Parkanlagen gepflanzt. So viel dazu. Die Maonie, die wertvolle, die schöne, ist eine immergrüne Pflanze, die zu den Berberitzengewächsen gehört. Enthält Berberin. Daher kommt der Name und Berberin ist der Hauptdarsteller in diesem Video. Super wertvoll, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Immergrüne Pflanze, Berberitzengewächse, wird bis zu 2 Meter hoch und also kann bis zu 2 Meter groß werden und der lateinische Name ist Maonia aquifolium. Es gibt auch hier natürlich wieder mehrere Unterarten, die aber alle Berberin enthalten und somit genutzt werden können. Ins Detail gehen wir mal bei dieser Pflanze hier, ein etwas älteres Exemplar. Das sieht man an den größeren Blättern, schön verwachsen hier mit der Johannisbeere. Und diese Blätter hier, also das ist kein Blatt, das ist Teil des Blattes. Das Ganze ist das Blatt. Unglaublich, oder? Das ist so interessant, kann man nicht anders sagen. Das hier ist ein Fiederblättchen. Und das Ganze ist dann ein unpaarig gefiedertes Blatt. Unpaarig, weil hier an der Spitze dann noch so ein Blättchen vor diesen Paaren steht. Genau. Wenn dem gegenüber noch eins stehen würde, dann wäre das paarig gefiedert. Diese Blättchen an sich sind glänzend, wie man sieht, ledrig und auf jeden Fall am Rand haben diese Fiederblättchen Stacheln. Genau so sieht's aus. Und
Wie gesagt, die Blätter, die können locker mal bis zu 30 cm hoch werden. Die Pflanze an sich wird genutzt wie folgt. Genutzt werden auf jeden Fall nicht die Blätter. Da kommt keiner drauf, da hat keiner Lust, diese zu essen, diese ledrigen Blätter. Die Rinde wird genutzt, das machen wir in diesem Video, ist auch sehr potent. Die Wurzel, die Blüten sind definitiv essbar. Das mache ich ganz gerne, wenn ich an so einer Pflanze vorbeifahre. Und aus den Blüten werden dann Beeren. Die blende ich mal ein. Das sind schöne blaue Beeren, die dann zu einer Marmelade zum Beispiel verarbeitet werden können. Wenn du diese Pflanze im Herbst antriffst und sie Früchte trägt, dann kannst du ruhig mal auch ein paar Beeren probieren. Sind ziemlich sauer, solltest du nicht zu viele von essen. Diese Pflanze kann verwechselt werden mit einer richtig giftigen Pflanze. Und zwar der Stechpalme. Hätten wir jetzt eine Stechpalme, könnte ich euch die Unterschiede... Ach, da ist ja eine. Da haben wir eine. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptunterscheidungsmerkmal. Wir haben hier diese unpaarig gefiederten Blätter. Und bei der Stechpalme haben wir, das zeige ich euch ganz kurz, so, wechselständige Blätter. Seht ihr das? Wechselständige Blätter. Wie eine Treppe. Zack, 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 zack. Das sind die wechselständigen Blätter und das ist das Hauptunterscheidungsmerkmal dieser beiden Pflanzen, die, wenn die so ineinander wachsen, ja, kann man schon verwechseln, wenn man nicht genau hinsieht. Und dann haben wir natürlich noch hier die Früchtchen. Da zeige ich mal die Früchtchen. Die sind hier rot. Genau. Die Pflanze war mal vom Aussterben bedroht, haben wir fast ausgerottet, weil sie so schöne Früchte trägt im Winter. Und ja, wieder aus dekorativen Zwecken haben wir diese Pflanze en masse abgeholzt, um unsere Räume damit zu schmücken. Ein kleiner Fakt nebenher. Das war's mit der Botanik. Ich hoffe, ihr habt Glück, beziehungsweise mit Glück hat das nichts zu tun. Ihr werdet eine Maronie finden, um davon zu profitieren, wenn ihr das denn möchtet. Und auch hier gilt natürlich wieder, absolut wertvoll, super potent, für jeden zugänglich und 100 Gramm 0 Euro. Also fast umsonst. Hier folgt jetzt der Moment, Freunde. Der Moment, wo man sich dann irgendwann in Jahren fragen wird, sag mal, wo warst du eigentlich, als Timo von der Wirkung der Maronie erzählt hat? So ein Moment folgt jetzt hier. Ich möchte mit dieser kleinen Einleitung, bevor wir gleich über Inhaltsstoff und Wirkung sprechen, möchte ich darauf aufmerksam machen, worum es mir in meinen Videos geht. Mir geht es darum, Gutes zu tun. Dir und Mutter Natur. Das ist Mutter Natur. Also nicht persönlich, aber ein Teil davon. Genauso wie du. Und deswegen möchte ich dich daran erinnern, rauszugehen. Ich möchte so viele Menschen wie möglich ins Boot holen, so viele Menschen wie möglich inspirieren, die Liebe zur Natur in sich zu entdecken. Wenn du Teil dieser Bewegung bist, wenn du Teil dieser Bewegung im Einklang mit der Natur zu leben bist, dann bist du Teil von etwas Großem und das spürst du sofort. Das verspreche ich dir, egal an welchem Punkt du in deinem Leben stehst. Die Natur streckt dir jeden Tag die Hand aus. Wir sind die Natur. Darum geht es mir in meinen Videos. Das Wissen auf gar keinen Fall über die wertvollen Heilpflanzen in unserem Land auf der Welt aussterben zu lassen. Darum geht es in meinen Videos. Hallo, mein Name ist... Wäre eine gute Einleitung gewesen, ne? Oder? Das ist aber tatsächlich mein Ernst. Komm raus. Lass dich sehen. Jetzt kommen wir zu den Inhaltsstoffen und wie sensationell diese Inhaltsstoffe in ihrer Gesamtheit wirken. Wir haben in dieser Pflanze wichtigste Inhaltsstoffe, Polyphenole, Lignane und der Hauptinhaltsstoff, der Hauptwirkstoff Berberin. Und dieses Berberin, ein Alkaloid, wird in anderen Ecken der Welt ziemlich geschätzt, bei uns noch nicht ganz angekommen, hat aber eine extrem heftige Wirkung, die dich jetzt komplett aus den Socken hauen wird. Wir haben neuroprotektiv, kann also unser Gehirn schützen, verdauungsfördernd, Tee getrunken, fördert die Verdauung. Dann haben wir natürlich die Tatsache, antimykotisch gegen Pilzerkrankungen. Und jetzt kommt der Hammer. Antibakteriell, entzündungshemmend, antiproliferativ, also hemmt das Wachstum von Gewebe und Zellen und reguliert die Talgdrüsentätigkeit. Diese vier Attribute der Pflanze machen alle Berberitzengewächse, inklusive der Mahonie, zu einem perfekten Begleiter bei Hauterkrankungen wie Acne vulgaris, Schuppenflechte, Neurodermitis und auch Herpes kann diese Pflanze perfekt eingesetzt werden. Falls du jetzt denkst, Junge, da geht noch was, ja, da geht noch was. Aber auf jeden Fall. Der Hauptwirkstoff Berberin wirkt ähnlich wie das bei Diabetes Typ 2 eingesetzte Medikament Metformin. Setzt die Insulinresistenz der Zellen herab und sorgt dafür, dass Zucker besser in die Zellen gelangt. Wahnsinn.
Blutzuckerspiegel senkend. Ist das nicht wertvoll? Kann das nicht jeder gebrauchen? Bin ich fest der Meinung. Darüber hinaus, wie am Anfang des Videos erzählt, wirkt diese Pflanze wie der ACE-Hammer. Verstehst du? Blutdruck senkend, wirkt wie ACE-Hämmer. Wahnsinnig wertvoll. Wahnsinnig wertvoll. Also du kannst die Pflanze bei den eben genannten Erkrankungen einsetzen und wie immer gilt, wir wissen nicht alles über die Pflanzen. Bei Blasenentzündung, Harnwegsinfekten und Parasiten, Würmer, kannst du diese Pflanze ebenfalls einsetzen. Ja. Vielleicht wird es irgendwann mal wichtig. Wer weiß das schon. Ich werde jetzt eine Kur dieser Pflanze machen. Ich habe gestern angefangen, diese Pflanze zu konsumieren und werde jetzt eine 2-3 Wochen Kur starten, um meine Nieren zu stärken, um den Stoffwechsel anzuregen und meinen kompletten Organismus anzuregen. Denn ich bin mir so sicher, dass wenn du unterschiedliche Pflanzen in dich hineinlässt, dass dein Organismus definitiv gestärkt wird. In der richtigen Dosierung, und da kannst du mit einem Tee nichts verkehrt machen, der Rinde. In der richtigen Dosierung wird diese Pflanze deinen Organismus definitiv unterstützen. Und wenn ich dir eine Pflanze vorstelle, dann mache ich das wirklich ganz bewusst. Ich möchte niemandem schaden, ich möchte helfen. Du solltest diese Pflanze, du kannst diese Pflanze, ach mach doch, was du willst, du kannst diese Pflanze anwenden bei den eben genannten Erkrankungen. Also ich würde mich wieder dumm und dämlich freuen, wenn du mir Bescheid gibst, ob die Pflanze dir geholfen hat. Wie gesagt, in anderen Ecken der Welt wird diese Pflanze bzw. der Inhaltsstoff auch isoliert eingesetzt. Da wird teilweise dann nur Berberin gegen bestimmte Erkrankungen eingesetzt. Das ist das, was ich über die Pflanze lernen durfte. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es da noch mehr gibt. Aber dafür sind wir ja da. Dafür bringen wir die Sache hier nach vorne. Ich konsumiere tatsächlich die Pflanzen, die ich lerne. Und bevor ich euch die Pflanze nahe bringe, probiere ich die Pflanzen auf unterschiedliche Art und Weise aus. Das heißt, die Blüten hier sind volle Möhre essbar und super lecker. Die Blätter, da traut sich eh keiner dran. Die sehen unappetitlich aus, die sind hart, die sind ledrig, will keiner haben, Stacheln dran. Ne? Muss nicht sein. Die Wurzel dazu kommen wir vielleicht noch. Dann im Herbst, wenn wir Zeit dafür haben, es gibt Wurzeln, die ich eher mit euch ausgraben möchte. Das heißt, vielleicht auch erst in 1-2 Jahren. Wer weiß, wann du dieses Video siehst. Und die Beeren sind für mich sehr interessant. Wegen der Inhaltsstoffe. Da machen wir dann eine Marmelade zusammen. Und jetzt werden wir zusammen Tee trinken und dich dann in dem Schlussteil des Videos versuchen zu motivieren, von der Maronie zu profitieren. Reimt sich, ich wollte immer Rapper werden. Und dazu musst du rausgehen. Natürlich. Vielleicht zu einem Nachbarn. Definitiv wirst du Spaß haben. Einfach mal beim Nachbarn im Garten ein bisschen Pflanzen gönnen. Ihr habt noch nie Stress gehabt. Wirklich. Und ich habe nicht immer gefragt. Die Leute sind immer offen dafür. Wenn die dann noch irgendwie ein bisschen was mitnehmen, du dich nett unterhältst, bringt dich ganz nach vorne und du lernst Leute kennen. Also ruhig mal zu Heinz Kabubke im Garten gehen, ein bisschen von der Maronie greifen, ruhig auch fragen, gar kein Problem, stehen oft in Vorgärten. Und dann kannst du eventuell, wenn du Lust hast, machst du es mir nach und gönnst dir eine Kur mit der Maronie. Und gibst mir dann Feedback, denn das ist mein Lohn. Damit kann ich dann arbeiten. Gerade wenn du die Maronie einsetzt, bei gewissen Erkrankungen, bring diesen Kanal, bring Mutter Natur volle Möhre nach vorne. Wenn du mir sagst, dass dir bestimmte Pflanzen, die ich in Videos vorgestellt habe, helfen bei gewissen Erkrankungen. Das ganz weit vorne. Gut. Ja. Falls du mal was anderes machen willst oder so, sag einfach Bescheid. Ne? Falls dir langweilig ist. Keine Ahnung, wir treffen uns jetzt da unten. Ja. Auch in diesem Video habe ich wieder einen Extrakt zu verschenken, also was komplett natürlich ist. Und zwar von der besten Firma, die Nahrungsergänzungsmittel herstellt. Und es ist so, das sage ich nicht einfach nur so. Ich habe diese Nahrungsergänzungsmittel konsumiert, bevor ich den Kanal hier gestartet habe. Da hieß die Firma noch Vitasomal. Der absolute Hammer, unabhängig laborgeprüft. Und ich habe meinen Konsum tatsächlich von Pflanzenextrakten hochgefahren. Tatsächlich. Extrakte werden seit 1400 Blumenkohl werden Extrakte genommen, wahrscheinlich schon immer. Man hat sich natürlich die Beeren, die im Herbst so aufkommen, die im Herbst reif sind, natürlich haltbar gemacht. Extrakt, Freunde, absolut wertvoll. Und kurz zu dem Holunderbeerenextrakt. Im Herbst kommt ein Video dazu, weil Holunderbeeren enthalten Anthocyane. Genauer gesagt Cyanidin gehört zu den Anthocyanen. Und diese sorgen für die wunderschöne Farbe. Und diese haben in Tierstudien gezeigt, dass sie unsere Gene positiv beeinflussen. Und in Tierstudien mit Ratten oder mit Mäusen tatsächlich die Lebenserwartung, also das Leben verlängert um 21%. Genau. Zudem natürlich, ja, entzündungshemmend, antioxidativ, wunderbar für die Augen.
sehr, sehr wertvoll. Das war es in der Kürze dazu und nehme ich tatsächlich täglich 1 bis 2 Kapseln, immer dann, wenn ich dran denke. Ich muss mir jetzt hier die Dinger nicht in eine Pillenbox zurechtlegen, sondern ich nehme auch einen Tag nichts oder 2. So sieht's aus. Aber Extrakte, wie gesagt, ob Pilzextrakt oder Holunderbeerextrakt oder Heidelbeerextrakt, also da kannst du nichts verkehrt machen. Du musst nur darauf achten, dass die Qualität der Nahrungsergänzungsmittel stimmt. Ich will mal ganz kurz sagen, Holunderbeeren. Produkt verlinke ich dir auch unter dem Video, genauso wie meine täglichen Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn du dieses aber gewinnen möchtest, dieses Holunderbeerenextraktchen, dann schreibst du in die Kommentare, ich glaube, ich sehe nicht richtig. Genau, das ist das Lösungswort. Sochen, nach diesem actiongeladenen Video werden wir jetzt im Schlussteil nochmal ein bisschen anziehen, nochmal ein bisschen Gas geben. Also für die Adrenalin-Junkies unter euch, ihr könnt euch jetzt richtig freuen. Weil wir machen jetzt ein Teechen zusammen. Geht ab, genau. Ich find's spannend. Ich habe schon mal angefangen, den Zweig zu schälen. Und das ist super einfach, weil es so sein soll. Wir können die Rinde, das habe ich mal in meinem Der Baum gegen Schmerzen Video gezeigt, wo ich Weidenrinde schäle. Das soll so sein, Freunde. Die lässt sich super einfach lösen, damit wir von dieser Rinde profitieren können. Ich habe hier ungefähr 1 Teelöffel abgeschält. So. Die geben wir dem Wasser hinzu. Ja, so ungefähr 1 Teelöffel. Und dann wird das Ganze kalt aufgegossen. Ich habe hier aber schon mal angefangen. Das Ganze wird kalt aufgegossen und dann erwärmt und 5 Minuten köcheln lassen. Das nennt man dann dekokt. Kommt von gekocht. Und im Anschluss lässt man das Ganze noch zugedeckt 10 Minuten ziehen. So wird Rinde und auch Wurzel zum Tee verarbeitet. Anders als bei Blüten zum Beispiel, da verwendet man einen Infus. Der normale Tee ist ein Infus, wo man einfach zu den Pflanzenteilen dann Wasser gießt, heißes, und den Tee dann ziehen lässt, 7 Minuten ungefähr. So, und diese Weißdornblüten hier, riech mal. Einfach wunderbar, einfach wunderbar. Eventuell kommt noch ein Video dazu, ich habe ja schon ein Video dazu. Eine der wohlriechendsten, das ist ein Wort, diese Pflanze riecht so gut. Kommt einfach mit rein. Auch wenn die Verarbeitung zu einem Tee jetzt bei dem Weißdorn eigentlich anders laufen würde. Aber das passt schon. Ist keine Matheaufgabe. Jetzt lasse ich das Ganze einmal aufköcheln und dann, wie gesagt, noch 10 Minuten ziehen. Und zwischendurch melde ich mich dann nochmal. Ich habe eventuell noch eine kleine Geschichte für euch. Von den Blüten packe ich auch noch welche hinzu. Geben dem Ganzen so ein bisschen Farbe und sind natürlich voller Inhaltsstoffe. Dann esse ich noch ein paar. Und dann würde ich sagen, habe ich die Pflanze gut genutzt. Denke. Und den Rest hier, den lasse ich frei. Lauf. Der Tee ist soweit gut. Sieht eher aus wie eine Suppe. Ist die volle Ladung drin. Weiß nicht, ob man das sieht. Hat eine leichte Gelbfärbung, das ist das Berberin, steckt auch in dem Milchsaft vom Schöllkraut, da kommen wir ja in einem späteren Video noch zu, habe auch schon ein Schöllkraut-Video, aber ich habe Sensationelles herausgefunden, möchte ich unbedingt mit euch teilen. Und was ich noch mit euch teilen möchte, für die Menschen, die noch dran sind, ist eine Geschichte, wie so oft, wenn wir ein Teechen zusammen trinken. Und zwar handelt diese Geschichte von einem kleinen blinden Mädchen und ihren 5 Brüdern. Die 5 Brüder, welche sich auf alle ihre Sinne verlassen konnten, sind raus in die Welt gezogen und haben sich ständig verirrt. Genau. Viele äußerliche Einflüsse und Reize, die wir über die Augen wahrnehmen. Die Brüder haben sich verirrt mit all ihren Sinnen. Das kleine blinde Mädchen, welches nicht alle Sinne zur Verfügung hatte, hat sich einen Goldfaden gewebt und das eine Ende an ihrem Finger gebunden. Und das andere Ende an die Sonne. Und sie hat sich nie verirrt. Das ist eine wahnsinnig wertvolle Geschichte. Ich habe meinen Goldfaden, oder sagen wir Bronzefaden. Das eine Ende habe ich an meinem Finger gebunden und das andere an die Natur. Und seitdem habe ich mich nicht mehr verirrt.
Vielleicht ist das für den einen oder anderen ein bisschen zu viel, zu romantisch. Aber das ist mein Ernst. Das ist die Quintessenz in diesem Video. Gönn dir die Mahonie und verbinde dich mit der Natur. Von mir aus mit einem Goldfaden. Ist das nicht schön? Das ist total schön. Wirklich. Oh, heiß. Oh, ich glaube, deswegen qualmt er auch. Also dampft. Ja, hat auch ordentlich Dampf. Das war's mit dem Video. Die Freude, die ich beim Drehen habe, beim Pflanzenporträts vorstellen, wird immer größer und fühlt sich mittlerweile an wie Fahrradfahren mit Rückenwind, sage ich ganz gerne. Also, ich habe ordentlich Spaß. Ich hoffe, dass du auch Spaß hattest. Lass mir ganz gerne meinen Lohn da, den Daumen nach oben und isst die Lebensmittel, für die keine Werbung gemacht wird. Ich danke euch. Jetzt muss ich los. Meine Kamera vergessen.